Hallo, so schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Mein Name ist Caro Frauendorfer, ich bin selbstständige Apothekerin in Wien, Resilienzcoach, Ernährungsberaterin und dein Host für diesen Podcast Achtsam und Resilient, gesund mit der Natur. Und heute darf ich mit dir ein wirklich so schönes, inspirierendes Gespräch teilen. Und zwar mein Interviewgast war Dr. Christian Neuburger. Er beschäftigt sich über 30 Jahren mit dem Thema Naturmedizin, Phytobiologie und man merkt richtig auch im Laufe des Gesprächs, wie er seine positive Energie aus dieser Begeisterung herausholt und er verrät uns auch seine drei wichtigsten Erkenntnisse auf seinem Weg. Für mich ist es immer so spannend, mit Menschen zu reden, die eben nicht den klassischen Weg gehen und wo du merkst, dass sie in ihrer Arbeit richtig aufblühen. Und ja, er verrät uns auch, wie er seine Lebensenergie mobilisiert. Und dann für mich auch sehr, sehr spannend ist das Organelesen. Das kannte ich vorher noch nicht. Da wird aufgrund der Ausstrahlung eines Menschen auf Organschwächen rückgeschlossen. Und ich finde das auch so spannend, weil ich mich ja auch sehr mit der Chakrenphilosophie beschäftige und auch genau da geht es darum, dass eben das achte Chakra, die Aura, ist dann im Einklang, wenn die anderen Chakren in Harmonie sind, wenn die Energie fließen kann. Und ja, darüber redet auch Christian in diesem Interview. Ich bin mir sicher, du kannst dir etwas mitnehmen, also bleib jedenfalls dran. Ich wünsche dir viel Freude mit dieser neuen Podcast-Episode. Ich freue mich heute, Dr. Christian Neuburger bei mir begrüßen zu dürfen. Hallo Christian. Hallo Caro. Danke für deinen Besuch in der Apotheke in der Wien und danke, dass du dir Zeit für dieses Gespräch nimmst. Ja, danke für die Einladung. Sehr, sehr gerne. Seit ungefähr 30 Jahren beschäftigst du dich mit Naturmedizin, Phytobiologie und ich bewundere dein Engagement auch in diese Richtung. Du scheinst über irrsinnig viel positive Energie zu verfügen und ich hoffe, in diesem Gespräch erfahre ich auch dein Geheimnis, wie du das schaffst, das alles umzusetzen. Gestern zum Beispiel hast du in Wien einen Vortrag gehalten über das Altern, heute warst du auch schon in Wien tätig und außerdem neben deiner Arbeit als Arzt stellst du deine eigenen Naturprodukte her und praktizierst da auch Richtung Organe lesen. Das finde ich auch besonders spannend und ich glaube, ich werde in diesem Gespräch auch sehr viel für mich mitnehmen können und sehr viel lernen. Und in diesem Gespräch möchte ich mit dir über deine Philosophie sprechen, die Philosophie des Wohlbefindens, deine persönlichen Erfahrungen auch mit der Naturmedizin und ja, natürlich auch über das Organelesen. Und bevor wir loslegen, würde ich dich bitten, dass du dich selbst einmal kurz persönlich vorstellst. Ja, okay. Ich bin Arzt für Allgemeinmedizin. Ich arbeite in St. Florian in Berlin, in Oberösterreich. Und ich mache das jetzt schon sehr, sehr lange. Also, und es war so, dass ich am Beginn, glaube ich, einer der ersten Wahlärzte war. Den Begriff hat es damals ja noch gar nicht gegeben, 1989. Und damals war es auch so, dass die Medizin einfach gratis war. Ja? Und dass man hier extra irgendwas bezahlen soll dafür, das war eigentlich total ungewöhnlich. Und die Kollegen von mir, die haben zu diesem Zeitpunkt schon Haus gebaut und ihre Karriere vorangetrieben. Und bei mir war es eben so, dass ich als erster Wahlarzt, glaube ich, von drei in Oberösterreich, dass ich in einer kleinen Wohnung gelebt habe. Die Couch war gleichzeitig... Das Bett. Also das Bett war gleichzeitig Therapieliege und die Couch war dann einfach auch die Einrichtung der Praxis. Und wenn man das dem Patienten dann gesagt hat, dann haben sie das schon akzeptiert, dass sie da irgendwas dafür zahlen müssen. Und das finde ich super, dass sich das bis jetzt natürlich so gravierend geändert hat, dieses allgemeine Bewusstsein, dass immer mehr Menschen, speziell bei uns in Oberösterreich, wirklich offener werden für diese Botschaft, für die Botschaft, was bedeutet Heilung an sich, ja, dass sie das auch verstehen lernen und dass sie sich interessieren für ganzheitliches Wissen. Ich habe in schönen Wien studiert, ich komme immer wieder total gern nach Wien und ich habe sehr lange studiert, ich habe mir da echt Zeit gelassen, einfach da hineinzufinden in die Materie und ich habe damals auch so plötzlich eine ganz schlimme Neurodermitis bekommen
Und da haben wir eben die Heilkräuter oder die Phytotherapie sozusagen so gut helfen können, dass das viel besser wurde. Es wurde dann mit der klassischen Homöopathie ausgeheilt sozusagen. Und da ist so dieser Funke übergesprungen bei mir. Dieser Funke, der also bis heute weitergeht, diese Leidenschaft, diese Liebe zu Pflanzen. Mhm. Und das bezieht sich ja nicht auf die Pflanzen, sondern auf alle ganzheitlichen Heilmethoden, die einfach nachhaltig sind und die eben tatsächlich Gesundheit nachhaltig schaffen und nicht nur eben Symptome verdrängen. Mhm. Ja, ich habe mich dann auch viel beschäftigt mit Volksmedizin. Ich habe versucht, einfach auch von diesen Menschen zu lernen, wie die eben Pflanzen verarbeiten, wie die Pflanzen ernten, die Mondphasen und auch die Wildsammlung war immer ein Thema. Ich habe mich auch mit der wissenschaftlichen Herstellung von Pflanzenextrakten beschäftigt. Ich habe auch eine Konzession für Erzeugung von Arzneimitteln. Also ich glaube, diese beiden Seiten zusammen, die sind eine sehr gute Kombination, mhm. um hier also das beste Ergebnis zu schaffen. Ja. Diese Kraft der Pflanzen so in die Produkte hinüberzubringen, dass die gesamte Rezeptur der Pflanze wirkt, das ist so die Kernphilosophie mhm. von mir, dass ich die vorgegebene Pflanze, also die Rezeptur in der Pflanze, die von einem göttlichen Prinzip, was ich glaube und erlebe, vorgegeben ist, das passt einfach am besten zu unseren Organen, also die energetische Funktion unserer Organe zu verbessern, in die gesunde Mitte zu bringen und das auch nachhaltig. Mhm. Und immer wenn man die energetischen Organfunktionen verbessert, dann kann der Körper auch aus der Nahrung alle Vitalstoffe und Vitamine auch locker aufnehmen und muss da nicht ständig irgendwas ersetzen mhm. auch. Also die Gesamtheit der Pflanze, das ist dein Ziel? Das ist einfach mein Ding und es gibt natürlich verschiedene Wege in der Naturmedizin. Mein Weg ist einfach, diese Pflanze so zu achten und zu ehren, wie sie wächst mhm. und sie möglichst unverändert einfach so in das Produkt reinzubringen. Auch immer darauf zu schauen, diese aktivierende Wirkung. Mhm. Was passiert, wenn der Mensch das nicht mehr einnimmt? Kann er dann auch alleine? Ja. Und das ist auch ein wichtiges Ziel von mir, dass die Menschen einfach Produkte brauchen zur Unterstützung, um gesund zu werden. Aber immer auch mit dem Ziel, mit einer verbesserten Ernährung, mit einer verbesserten Lebensführung, mit einer besseren Konfliktlösung in ihrem Zusammenleben, dass sie auch immer wieder mal mit einer besseren Nahrung auch ohne Unterstützung Gesundheit erhalten können. Das ist, glaube ich, auch so ein wichtiger Fokus von mir. Ich glaube, das ist deine Philosophie auch des Wohlbefindens. Das sind diese drei Komponenten, habe ich in deinem Blog gelesen, Körper, Geist und Emotionen, wenn genau. die im Einklang sind, ja. in Balance, dann, ja. dann fühlt genau. man sich auch wohl und gesund. Aber in der heutigen schnelllebigen Zeit ist es nicht so einfach. Wir sind alle gestresst, mhm. die Anforderungen sind mhm. meistens zu groß. Mhm. Also unsere Zivilisationskrankheiten, chronische Leiden steigen immer mehr. Hast mhm. du da Ideen, wie wir schauen können, da wirklich in der Balance zu bleiben? Ja, das ist ganz wichtig, was du gesagt hast, Caro. Der moderne Mensch ist einerseits, hat noch nie so frei also gelebt, hat moderne Gesetze, die Frauen sind bei uns zumindest gleichberechtigt. Das finde ich auch einen ganz wichtigen Punkt der Entwicklung, wenn es auch um westliche Werte geht, wo man immer fragt, was sind denn unsere Werte, würde ich wirklich ins Zentrum stellen, die totale Gleichberechtigung der Frau. Ich gehe sogar so weit, dass die Frauen durchaus auch jetzt mal mehr Führungsarbeit übernehmen können, in Politik, Zusammenleben und in Beziehungen, weil 5000 Jahre war es eben jetzt patriarchalisch und jetzt schauen wir mal, was würde passieren, wenn mehr die Frauen Führungsarbeit übernehmen. Das Pendel schlägt natürlich in die andere Richtung aus, soll auch so sein, aber ich glaube einfach, dass das für die ganze Entwicklung des sozialen Zusammenlebens ganz starke Veränderungen bringen würde und vielleicht nicht immer nach irgendeiner gewissen Zeit wieder in einen Krieg endet, wo man wieder alles von vorn aufbauen kann, dass immer so viele Menschen sterben müssen, damit sich die Menschen weiterentwickeln, so wie es jetzt war. Also da finde ich auch, dass das ein wichtiger Punkt ist. Aber das moderne Zusammenleben, wie du sagst, die Geschwindigkeit ist extrem erhöht. Menschen haben natürlich Stress, wobei Stress für mich auch was Positives ist. Stress ist eine Grundspannung, wo wir auch in eine Leistungshaltung hineingehen. Wir
können Leistung auch bringen, wenn wir wollen. Wichtig ist nur, dass dieser Stress irgendwann mal ein Ende hat. Ja? Und da beginnt das ein Problem zu werden, wenn die Menschen vom Stresspegel nicht mehr ganz runterkommen. Mhm. Dann ist es auch so, dass der Schlaf dann nicht mehr so erholsam ist. Und dann wird, der Mensch kann sich nur regenerieren, wenn er in eine sehr tiefe Entspannung geht. Die kann er in einem optimalen Schlaf erreichen, die kann er auch bei einer sehr beglückenden kreativen Tätigkeit erreichen, die kann er bei einer schönen Meditation erreichen, die kann er zum Beispiel auch erreichen bei Atemübungen. Ich beschäftige mich sehr viel mit Atemtechniken, wir nennen das Freiatmen, wo diese tiefen Entspannungszustände erreicht werden und dann lädt der Körperakku sich von selber auf. Also wie ein Schwamm, den man zusammendrückt und wenn man dann loslässt, dann ladet sich der mit Energie von selbst auf. Und immer wenn die Menschen dann so nicht mehr ganz entspannt werden, wenn der Stress nicht mehr aufhört, dann wird die Substanz vom Nerven immer weniger, Nervensubstanz nimmt ab und dann kommen eben die Symptome. Manche werden dann erschöpft, sind nicht mehr so leistungsfähig, die Motivation wird weniger, der Schlaf wird schlechter, sie wachen auf in der Nacht und haben dann vielleicht so Gedankenzutrag, Motivationsprobleme, wie schaffe ich das am nächsten Tag? Wenn ich dann aufwache, dann erinnere ich mich zurück, ja, was war da los in der Nacht und es ist ja alles nicht so schlimm. Mhm. Aber das sind so die ersten Anzeichen von Substanzverlust. Und manche Menschen, die dazu neigen, die kriegen dann einfach auch Angstsymptome. Angstsymptome oder Panikstörungen, die ja auch explosiv zunehmen, muss man sagen. Das sind auch so Ventilfunktionen, wo Menschen, die schon in Überspannung sind, wo der Körper versucht, das zu entladen. Und wenn man mit der Angst arbeitet, zum Beispiel mit Atemübungen, dann kann man auch das nützen, dass man selber wieder mehr in Kreativität kommt und draufkommt, ja, was ist denn bei mir da los, wie verhalte ich mich da im Leben, dass bei mir der Stress immer mehr wird oder dass meine Konflikte ungelöst bleiben. Mhm. Aber grundsätzlich sehe ich die Leistung nicht als Problem. Wichtig ist immer, dass man dazwischen jetzt mal ganz runterkommt und dann Energie nachladet. Also ja. Achtsam sein und den eigenen positiven Ressourcen bewusst sein. Ganz genau, so kann man es genauso. Also du würdest aber auch empfehlen, also mentales Training in welcher Form auch immer, durch Atemübung, Meditation, vielleicht einfach nur einen Spaziergang draußen, das brauchen wir, das sollte man wirklich integrieren in unsere. Das wäre ganz toll. Wäre ganz toll, wenn man das machen würde. Ja. Und also zu diesen Komponenten gehört aber auch Ernährung und Bewegung dazu. Mhm. Das versuche ich auch in meinen Online-Seminaren eben zu vermitteln, dass eben nicht nur sich auf eine Sache zu fokussieren ausreicht, sondern Achtsamkeit in allen Bereichen des Lebens zu trainieren. Du schreibst auch in deinem Blog über Lebensenergie, das hat mir gut gefallen. Du schreibst, das ist sehr positiv, wir werden mit Lebensenergie geboren. Mhm. So was passiert dann, ja? Dieser Fluss wird dann unterbrochen. Mhm. Erstens meine Frage, warum wird er unterbrochen und was können wir da tun, damit diese Energie wieder ins Fließen kommen kann? Genau, also die Lebensenergie, das ist natürlich ganz wichtig, das ist so wie bei den Pflanzen mit ihrer Urrezeptur. Die Lebensenergie kommt in uns rein und wir werden dadurch lebendig. Wenn ein Mensch stirbt, dann geht seine Lebensenergie weg. Ja, und die chinesische Medizin sagt ja auch, dass Qi, die Lebensenergie, die Organsysteme können nur funktionieren, weil es da ein Qi gibt. Ja? Und die sehen das auch so energetisch. Wenn du Nahrung aufnimmst, dann soll es so sein, wenn deine Verdauung gut ist, dass du möglichst viel Qi auch aufnimmst und diese Energie verbreitet sich dann zu den anderen Organen, damit sie arbeiten können. Und ich sehe das auch genauso energetisch. Dass das abnimmt, hat wichtige Ursachen auch in unserer Nahrung, dass wir eben seit einer entwicklungsgeschichtlich erst sehr kurzen Phase plötzlich eine so veränderte Nahrung haben, eben die schlechte Industrienahrung, die Geschmacksstoffe in sich hat, Zusatzstoffe, Verarbeitungshilfsstoffe und natürlich auch die Rückstände aus der konventionellen Landwirtschaft. Mhm. Also wir sollten wirklich versuchen, den Bio-Anteil zu erhöhen, wo es nur geht. Wir sind in Österreich da wirklich so die Insel der Seelen. Wir haben einen weltweit wahrscheinlich höchsten Anteil an Biobauern und Angebot der Kauf, Einkauf von Bio-Nahrungsmitteln wird auch immer mehr. Aber das ist ein Punkt, wo über die Nahrung einerseits Abhängigkeiten geschaffen werden, dass Menschen plötzlich übergewichtig werden, dick werden, krank werden, obwohl die eigentlich genauso viel essen wie andere. Es ist auch genetisch vorgegeben. Also die Industrienahrung ist eine Seite.
Und die andere Seite ist einfach die Spannung, die die Menschen haben, wenn die nicht mehr entladen wird. Mhm. Also wenn irgendeine stärkere Katastrophe kommt, dann war es immer so, dass natürlich leider mit Verlust von vielen Menschen leben, aber die Gesellschaft völlig emotional entladen war. Und das zeigt sich immer in dieser Phase, in dieser Postkriegsphase, wo die Menschen immer extrem positiv sind und total sich gut zusammenleben können. Und jetzt, wo wir eigentlich so alles haben materiell, was man sich wünschen kann, den Menschen ist es noch nie so gut gegangen wie jetzt. Also die hygienischen Bedingungen, die sozialen, also das könnte eigentlich nicht besser werden. Und trotzdem ist es so, wie du sagst, das Krankheitsspektrum wird mehr und die Menschen werden auch nicht wirklich zufriedener oder glücklicher. Mhm. In armen Ländern, wenn man da auf der Straße geht, da sieht man wesentlich mehr Menschen lachen, als wenn man bei uns auf der Straße geht. Stimmt, ja. Womit hat das zu tun? Und das ist nach meiner Meinung einfach das, dass der moderne Mensch eben sich nicht entladen kann. Mhm. Also diese Entladung machen wir über Atemübungen, wo man einfach schaut, welche Emotionen sind aufgestaut im Menschen und wie kann er die entladen. Mhm. Das ist eine eigene Technik. Das kann dann auch dazu führen, dass jemand einfach so geladen ist von seinen Konflikten und vom ganzen Stress, er kann nicht mehr entladen. Und wenn dann ein kleiner Zündfunke hineinkommt, dann explodiert das System, sieht man am besten im Straßenverkehr. Irgendwer macht einen kleinen Fehler und der steigt aus und versetzt einen Faustschlag. Und das ist gar nicht so selten und das eskaliert immer. Das sind Entladungen und das machen wir dann über die Atemübungen, speziell mit Ausatmen, mit forcierten Ausatmen, also einfach ha, 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 bis zum Ende, ist nur so ein kleines Beispiel, aber immer mit verstärktem Atmen können wir auch die Spannung, die der Mensch hat, sogar noch steigern und wir steigern die so stark, bis der Körper mit Entladungsphänomenen beginnen muss. Und ein Phänomen wäre zum Beispiel das Zittern. Also immer wenn Menschen so zum Zittern neigen, oder dann ist das schon ein Zeichen, dass der Körper eigentlich entladen möchte. Oder wenn Menschen so in Extremsituationen kommen, dann atmen sie auch mehr, hyperventilieren und fangen dann zum Zittern an. Das ist eigentlich schon die Reparatur. Ja? Aber man muss das Phänomen verstehen. Wenn eine Gazelle dem Löwen entkommt, dann steht sie einfach da und zittert 10 Minuten durch. Das sieht man dann im Universum nicht mehr. Und nach den 10 Minuten ist die dann wieder enttraumatisiert. Und das macht der Erwachsene nie so, weil er natürlich erwachsen ist, weil er eine Erziehung hat, weil er sich ständig kontrollieren muss. Das ist auch nichts Schlechtes. Wir müssen ja auch irgendwie in Regeln zusammenleben. Aber er hat keinen Bereich, wo er das wieder entladen kann. Und er bietet Seminare an, wo man das dann gemeinsam machen kann. Also wir machen Seminare und wir beginnen auch jetzt eben auch über Social Media das Freiatmen in ganz einfache Übungen zu gießen, die man dann auch im Alltag in gewissen Situationen anwenden kann, ohne dass man da so mega tief gehen muss, und das einfach super unterstützend ist. Ich habe auch Hörer und Hörerinnen aus Deutschland, aus der Schweiz. Das heißt, man kann dich über die Webseite finden und dann auch online freiatmen. Genau. Und wir haben auch über Facebook jetzt neu, wir beginnen das erst jetzt professioneller, dass wir auch zum Beispiel über Facebook Gruppen haben, Wissen an die Basis, wo wir einfach ganzheitliches Wissen mehr Menschen zur Verfügung stellen wollen, in einer Form, dass die da gleich was damit anfangen können. Also einfach, dass die das praktisch nützen können. Das ist mir ein wichtiger Fokus. Ja, super. Aber manchmal ist es so, dass der Stress dann einfach so lange anhält, dass dann schon die Organe nicht mehr richtig funktionieren. Man fühlt sich schlecht, man hat Migräne, Darmstörungen, Autoimmunerkrankungen, Allergie. Dann hat man vielleicht keine Lust, einfach nur zum Atmen, man fühlt sich schlecht. Da bietest du das Organelesen an. So wie ich das verstanden habe, du nimmst die Ausstrahlung eines Menschen her, den Hauttyp auch, und kannst aufgrund dessen rückschließen, ob es irgendwelche Schwächen gibt bei den Organen. Kannst du da ein bisschen was erzählen, wie du das angehst? Und das ist eine spannende Methode, die hat sich entwickelt aus wirklich vielen Jahren Gesichtern beobachten. Ja, begonnen hat es auch wieder in Wien. Also vor dieser langen Zeit, da war so ein Wiener Kaffeehaus wirklich noch so, dass man da als Student so 5 Stunden sitzen konnten, offiziell zum Lernen. In Wirklichkeit habe ich dann stundenlang aus dem Fenster rausgeschaut im Café Alice und habe einfach auf der Kreuzung die Menschen beobachtet, einfach wie die sind, Gesichter. Ich habe einfach so ein starkes Grundinteresse an anderen Menschen,
da hat diese Beobachtung begonnen, wie sind die, was sind die Unterschiede. Ja? Und im Laufe des Studiums und in meiner Arbeit habe ich dann immer geschaut, welche Krankheiten haben die und auf welche Organsysteme kann ich das zurückführen. Und da gibt es eben gewisse Zeichen im Gesicht, die einfach der Mensch im Laufe der Zeit entwickelt. Mhm. Wenn wir jetzt zum Beispiel einen ganz kleinen Säugling anschauen, der eben total gesund ist, der also auch genetisch keine Belastungen hat, der hat überall im Gesicht so eine rosige Grundfarbe, hat überhaupt keine Verfärbungen, keine Verschattungen, keine Faltenbildung oder sonst was. Und der hätte eigentlich organisch-energetische Gesundheit. Das bedeutet, die Organfunktionen wären energetisch in der Mitte, sind nicht zu wenig und nicht zu viel. Mhm. Und wenn der Mensch älter wird und dann durch Ernährungsfehler, durch genetische Schwächen, durch Lebensführungsfehler, Lifestyle-Fehler, Organschwächen entwickelt oder Überreizungen der Organe, mhm. Allergie, Autoimmunkrankheiten wären zum Beispiel Überreizung vom Immunsystem, Schwäche vom Immunsystem wäre einfach Abwehrschwäche. Ja, die entwickeln dann einfach Zeichen, die kann man sehen. Zum Beispiel hier an der Nasenwurzel, da gibt es dann so eine dunklere Verfärbung, das wäre zum Beispiel das Immunsystem und Eisenstoffwechsel. Das würde sich auch überkreuzen mit der Schüssler-Antlitz-Diagnose, die dafür eben das Ferrum-Phosphoricum mhm. gibt. Und da gibt es eben verschiedene Verschattungen hier, ein Nierengrübchen, aufgelegte Falten, die Unteraugenschwellungen, das wäre so die Leber, das Leber-Lymphe-Zeichen, dann die gesamten Gesichtsfarben, also eine graue Verfärbung im Gesicht ist eher so ein Nervensystem, mhm. das ist aschgrau. Und so kann man aus verschiedenen Zeichen eigentlich ganz gut diese Organschwächen sehen oder Überreizungen, zu denen dieser Mensch jetzt neigt. Mhm. Ja, das ist schon genetisch vorgegeben. Also er braucht noch gar nicht diese Schwäche zu haben, sondern man sieht auch schon die Neigung dazu. Man sieht auch schon die Neigung, ganz also genau. Also eigentlich auch präventiv eine ganz gute Therapie. Das wäre echte Prävention, weil die Prävention, die wir momentan betreiben, übers Labor, ist natürlich auch wichtig jetzt von der Seite, dass wir eben gefährliche Krankheiten oder gröbere Störungen schon im Vorfeld erkennen und dann auch schulmedizinisch dagegen steuern natürlich. Aber es ist einfach so, dass man diese energetischen Abweichungen, die tatsächlich schon da sind, Schwächungen oder Überreizungen, und die dann über kurz oder lang zu Krankheiten führen oder zu Befindlichkeitsstörungen. Beispiel, wenn wer jetzt eine Leberschwäche hat, vielleicht nach einer Narkose oder Grippe oder vielleicht zu viel Alkohol oder zu üppiges Essen, dann kann der Tagesmüdigkeit haben. Er kann zum Beispiel immer aufwachen in der Nacht zwischen 1 und 3 Uhr, Organuhr von den Chinesen wissen wir, Maximalzeit. Dann die Nagelgesundheit, die Haare, Blähungen, Fettverdauung. Fast alle Hautkrankheiten haben immer einen Leberbezug. Also das sind schon so Befindlichkeitsstörungen, Symptome, die sehr gravierend sind. Und da ist es oft so, wenn man dann Labor macht, Blutuntersuchung, dann sieht man da nichts. Ja? Und wenn jemand diese Naturausbildungen nicht hat oder dieses Verständnis, mhm. der wird natürlich sagen, ja, deine Leber, die hat ja nichts, das haben wir hier schwarz auf weiß. Aber die energetischen Abweichungen, die sieht man lange im Labor nicht. Umgekehrt ist es natürlich so, wenn ein Laborwert entgleist, dann ist immer auch die energetische Funktion schon längere Zeit gestört. Aber so kann man eigentlich über energetische Funktionsabweichungen echte Prävention betreiben. Und vor allem, glaube ich, auch Zusammenhänge verstehen. Das war ja bei mir, ich habe Autoimmunerkrankungen und lange Migräne gehabt, fast 30 okay. Jahre lang. Und ich habe diese Zusammenhänge nicht verstanden. Ich habe mir gedacht, ich habe einfach Pech gehabt, dass so viele Erkrankungen zusammengekommen sind. Mhm. Und das verstehe ich auch jetzt, eben so wie du sagst, ja, da gibt es vielleicht eine Organschwäche, die dahinter steckt. Ich habe ja diesen Selbsttest gemacht auf deiner Webseite. Okay, ja. Und also das kann jeder gratis machen. Ich werde die Webseite auch in die Shownotes stellen. Ja, danke. Und zwar ist rausgekommen, das finde ich auch interessant, also Immunsystem, Schwäche und Darm. Und ich glaube, das ist ja aufgrund Autoimmunerkrankung und Leaky Gut-Syndrom, ist ja bei mir, wird wahrscheinlich immer ein Thema bleiben. Ich muss auf meine Ernährung schauen, mache regelmäßig Darmsanierung. Mhm. Aber das wird wahrscheinlich, das Ergebnis spricht. Perfekt. Genau. Also das wäre eigentlich der Idealfall von dem, was ich mir wünsche, dass du jetzt das machst und dann das wirklich sich genau trifft. Hätte ich das mir schon vorher gewusst. Ich meine, das mit dem Leaky Gut, da bin ich selbst drauf gekommen. Mhm. Da hat mir auch kein Arzt gesagt, dass mhm. das bei mir ein Problem sein könnte. Mhm. Hast du da auch persönliche Erfahrungen bei deinen Patienten und Patientinnen, Leaky Gut-Syndrom, Autoimmunerkrankung? Mhm. Wie gehst du das an zum Beispiel?
Also Autoimmunerkrankungen, das ist auch, weil ich eben von der Hautkrankheit auch hergekommen bin und das gehört ja auch zu dieser Überreizung, zu Allergie. Und wenn die noch mehr überreizt, das Immunsystem, dann geht es eben zu Autoimmunprozess und zum Beispiel Leaky Gut-Syndrom. Leaky Gut entsteht eben durch Entzündungen, die schon da sind, die man im Labor nicht sieht. Das sieht man auch nicht, wenn man da Koloskopie macht und reinschaut. Das siehst du nicht, ja? Da gibt es keine Diagnose. Und das ist schon Jahre vorher. Und ich mache es dann immer so, zentral ist natürlich das Immunsystem. Ich muss es schaffen, dass ich das Immunsystem beruhige. Das Immunsystem macht zu viel, es arbeitet zu viel, es geht auf körpereigene Strukturen los. Also das ist eigentlich ein völliger Unsinn, was es macht. Und das Immunsystem vergisst eigentlich, dass das nicht richtig ist, was es macht. Und ganz wichtig ist auch, dass ich das schaffe, dass ich das Immunsystem immer anstoße, versuche dem zu sagen, du, Moment mal, du machst das jetzt falsch, du hast das ja früher schon einmal anders gemacht. Und dann ist es oft so, dass man die Organe auch daran erinnern muss und dann, ja genau, und plötzlich bemüht sich dann der Körper selber wieder, in sein Gesundprogramm zurückzukommen, das wir ja auch genetisch haben. Mhm. Sonst wären wir ja jeden dritten Tag dort sterbenskrank. Also da gibt es ja auch ein System, das uns immer gesund erhält. Und das wäre also das ideale Ziel, dass man das schafft, zum Beispiel mit Pflanzenextrakten, zum Beispiel natürlich auch mit Ernährungsumstellung. Ich muss einfach momentan einmal wissen, was löst diesen Autoimmunprozess bei mir aus oder macht ihn schlechter. Und wenn sich das dann langsam beruhigt, dann schafft es das Organ, dass es auch dann so bleiben will. Mhm. Ja, und das ist eigentlich so das Ziel, das ist das Idealziel der Heilung natürlich, dass das Organ dann wirklich das aufhört, das zu machen und dann einfach wieder normal weiterarbeitet. Mhm. Und das funktioniert eigentlich ganz, ganz super mit den Atemübungen, mit den Pflanzenextrakten, mit veränderter Ernährung, wobei ich auch sage, dass eben, wir haben da auch so eine Diätempfehlung, wo Hauptallergene drinnen sind, die häufigsten, die Menschen ganz oft haben, obwohl sie es nirgends in keiner Untersuchung aufweist. Mhm. Das kann man einfach einmal versuchen, wenn man sowas hat. Ich probiere einfach die Hauptallergene runterzufahren und wenn meine Symptome besser werden, deutlich besser werden, dann weiß ich, da ist irgendwas und ich muss da weitersuchen. Und du bist also genauso wie ich eigentlich gebranntes Kind und wenn man so von dieser Leidenschaft erfasst wird, ist es oft so, dass am Anfang auch eine eigene Erfahrung steht, dass mir das wirklich zum Beispiel bei einer gravierenden Krankheit tatsächlich geholfen hat. Also das ist nicht alles Einbildung, sondern da geht es auch wirklich um sehr, sehr schwierige Krankheiten, die man damit verbessern kann und sogar heilen kann. Mhm. Ja. Also du verbindest in deiner Praxis jetzt die Naturmedizin mit der Ernährung eigentlich, das sind so die zwei stärksten Komponenten und dem Freiatmen. Und dem Freiatmen, ganz dem genau. Entladen. Und dem Entladen. Ja, ich beschäftige mich nicht so sehr mit mentalen Methoden, obwohl die natürlich auch ein wichtiger Teil, dafür gibt es ja wieder eigene Fachleute, die das machen oder Trainer oder Trainerinnen. Ich mache es eigentlich nur so, dass ich die Emotionen entlade und das wieder in Fluss bekomme und dann kommen meistens von selbst die positiven Gedanken auch wieder zurück und die Lusthormone steigen sofort an. Weil die Lusthormone werden speziell dadurch gesenkt oder zu wenig, wenn der Mensch eben so in dieser Überspannung ist und er kann sich nicht entladen, die Substanz wird immer weniger, er kriegt weniger Energie, es wird immer anstrengender, ja, und er schafft das Normale immer weniger und er ist einfach frustriert und irgendwann ist er sogar resigniert. Mhm. Ja, das und dieser Resignationszustand, den die meisten Menschen gar nicht spüren oder auch vehement bestreiten würden, wenn du das gleich einmal am Anfang sagen würdest, das ist eigentlich so der gefährlichste Auslöser für stärkere Störungen. Resignation ist ganz eine gefährliche Sache. Mhm. Deswegen mache ich auch den Podcast. Okay, super. Um mich zu motivieren und sagen, der Weg ist nicht so hart. Man ist oft wirklich nur ein paar Schritte von der Heilung entfernt, aber man muss halt selber diesen Schritt gehen, das kann dir keiner abnehmen. Ja. Ganz genau, vor allem du als Apothekerin, so viele Menschen kommen zu dir, wenn du sowas erzählst, dann hat das auch, glaube ich, eine große Bedeutung und das ist auch wichtig für die Menschen, dass du das so machst und das finde ich echt total toll. Okay. Was ich auch spannend finde, ich beschäftige mich sehr gern mit den Chakren in der Yoga-Philosophie, weil du ja über die Ausstrahlung sprichst und das achte Chakra ist ja die Aura, also unser elektromagnetisches Feld, das uns umgibt.
Und ich finde das auch schön, weil da schließt sich für mich wieder der Kreis, weil dieses achte Chakra, also die Ausstrahlung ist dann in Ordnung, wenn die anderen sieben Chakren auch im Gleichgewicht sind. Und das ist auch, was du eigentlich machst. Ja? Also du schaust die Ausstrahlung an und wenn die Organe funktionieren, dann passt es auch mit der Ausstrahlung. Ganz genau. Und in der Resilienzforschung kommt man auch immer mehr drauf, dass unser größtes Bedürfnis und unsere wichtigste Ressource ist eigentlich sind die sozialen Kontakte. Und wenn du eine gesunde Ausstrahlung hast, wenn es dir gut geht, dann schließt sich der Kreis, dann kommen die Leute auf dich zu und du fühlst dich gut und kannst es anderen Leuten auch mitgeben. Ganz genau. Also ich finde das wunderschön, dieses Organe lesen, wie du das machst. Ja. Das ist eigentlich der totale Fokus. Das Zusammenleben, der soziale Kontakt ist der stärkste Entwicklungsmotor für den Menschen. Der Mensch ist ein Wesen, der kann nicht alleine existieren. Der braucht andere Menschen, um sich weiterzuentwickeln. Und da ist die Ausstrahlung ganz essentiell. Wenn meine Organe alle gut arbeiten, dann ist es natürlich so, dass meine Aura auch stärker ist. Das heißt, die soziale Attraktion nimmt zu. Also der Mensch wird auch leichter Kontakt haben und die sozialen Kontakte werden sich verbessern. Einfaches Beispiel, wir fahren in einen Aufzug als normale Erwachsene. Da sind zwei, drei Leute drin. Da ist man eher froh, wenn man wieder rauskommt. Man will mit dem anderen nicht reden, man will eher Ruhe haben. Und da steigt zum Beispiel eine Mutter ein mit einem kleinen Säugling oder irgendwer mit einem kleinen Hund. Dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Leute irgendwie kommunizieren, extrem hoch. Stimmt. Irgendwas wird da passieren. Mein Gott, ist der lieb oder sonst was. Das ist nur die Energie, die von dem Wesen ausgeht. Das sind Energiebündel, kosmische Energiebündel, die das sofort, also widerstandslos abstrahlen. Und diese Abstrahlung löst sofort bei den anderen Menschen Attraktion aus. Da will man hingehen. Mhm. Ja. Und das Gegenteil wäre vielleicht ein schwerkranker Mensch, der nicht mehr lang zu leben hat. Wir sind ja brav und sozial und betreuen den natürlich, aber es ist nicht meine spontane Reaktion, dass ich da hinlaufe und den umarmen möchte. Es ist einfach ein bisschen brutal vielleicht, aber es ist eben die Biologie. Und das merkt man im sozialen Kontakt ganz stark. Also dieses super Beispiel von dir, dass das ist einfach ganz praktisch. Ja. Wenn das besser wird, plötzlich wird alles leichter funktionieren, die Menschen reagieren positiver auf mich, ich bin weniger alleine, weniger einsam. Also dann sind schon eine Kaskade von positiven Verbesserungen in meinem Leben und ich werde dann auch selbstbewusst und denke mir, ja, ich habe ja Glück, ich habe nicht nur Pech. Genau. So der Ausspruch, wieso passiert mir das immer und ich habe immer Pech, ja. Genau. Das ist auch selbst gemacht. Ich versuche in meinen Online-Seminaren auch weiterzugeben, dass es bei mir selbst beginnt. Also ich bin nicht egoistisch, wenn ich beginne, mich um mich selbst zu kümmern, mich selbst zu beobachten, denn das ist der Anfang. Und dann, wenn es mir gut geht, dann kann ich rausgehen und andere Leute mitreißen. Ja. Ganz genau. Also das ist, glaube ich, der Fokus und ganz einfache Erklärung dafür ist immer das, so wie ich mir das vorstelle. Das habe ich das erste Mal erlebt in der Volksschule. Wo ich plötzlich erkannt habe, ja, ich bin ja ich und ich bin in dem Körper drin, den kann ich nicht auswechseln, du bist in deinem Körper drin und du kannst nur agieren von dir aus. Mhm. Die ganze Welt dreht sich um dich herum, du bist sowieso das Zentrum, es geht gar nicht anders. Ja. Und alles, was du machst, was du veränderst, verändert auch alles andere rundherum. Mhm. Und dann wirst du eben, wie du sagst, selbstverantwortlich. Du nimmst immer mehr Sachen selber in die Hand und dann werden sie auch anders. Mhm. Solange du das nicht machst, wird nicht nur nichts anders, es wird alles immer blöder. Ja? Und das ist auch die Natur. Die Natur lässt dich nicht in Ruhe, die Natur zwingt dich auch zu Entwicklung. Und wenn du dich dem nicht stellst und glaubst, das gilt für dich alles nicht, dann wird es dir halt schrittweise immer schlechter gehen. Wenn du dann wieder einen neuen Beweis hast für deine Erfolglosigkeit, dein Unglück, dein Pech und ich weiß nicht, deine Opferrolle, dann wird das immer stärker werden und es wird sich nicht ändern. Wenn man jetzt Lust bekommen hat, von dir beraten zu werden, deine Produkte auszuprobieren, wie kann man dich am besten kontaktieren? Ja, es wäre sicher mal eine super Möglichkeit, das mal auf der Homepage auszuprobieren. Mhm. Ich bin auch immer wieder mal in Wien, das können wir auch bei dir mal machen. Mhm. Und einfach auch per E-Mail kann man auch bei uns anfragen, wenn man Fragen hat, zum Beispiel auch ein Foto, Gesichtsfoto anhängen ans Mail. Okay. Kann man mit jedem modernen Smartphone machen. Die haben alle schon so gute Kameras, das ist völlig ausreichend.
Ich habe auch eine Praxis natürlich, wobei die Termine hier natürlich begrenzt sind, aber es gibt grundsätzlich Termine auch. Okay. Und du hast auch angeboten, dass du Organe lesen mal hier in der Apotheke veranstaltest. Das heißt, jemand, der jetzt nicht zu weit weg wohnt von Wien, könnte sich ja mal bei mir melden und sich dann mal einen Termin ausmachen. Und wir suchen uns Termine aus und dann. Genau, das könnte man gerne machen, dass du mal schaust, dass wir sowas machen, ganz genau. Und jetzt nochmal zurück in die Praxis. Das heißt, also du siehst aufgrund der Ausstrahlung, wo es Organschwächen geben könnte. Und dann gehst du gezielt mit deinen pflanzlichen Präparaten, um dieses Organ zu heilen und zu stärken. Ist das richtig? Genau. Okay. Also die Pflanzenextrakte, meine Pflanzenextrakte sind auch so gemacht, dass die in die gesunde Mitte kommen. Und wenn ich die Organe dann in die gesunde Mitte bringe, dann sollen natürlich auch die Befindlichkeitsstörungen, die Symptome besser werden. Das kommt darauf an, wie lange die Krankheit schon besteht oder wie schwierig die Krankheit ist. Selbst dann, wenn schon stärkere Störungen da sind und Menschen auch Medikamente nehmen müssen und die nicht absetzen können oder nicht gleich, kann man trotzdem zusätzlich mit Pflanzenextrakte die Befindlichkeit sehr viel verbessern. Also das, weil man manchmal hört, naja, die Kräuter, das ist ja, das hilft ja eh nicht und das ist ja alles nur Einbildung, aber das ist wirklich nicht so. Ja, das kann ich auch bestätigen. Ja. Also gerade speziell Produkte, der Jungmacher, der das Immunsystem stärkt, also das geht wirklich in den Wintermonaten so gut und ich habe so positives Feedback. Dann, ich habe immer in meiner Handtasche mit eine Propolis-Creme, das ist sozusagen die pflanzliche antibiotische Creme, die ich auch bei meinen Kindern verwende. Okay. Also es gibt genug Bestätigungen, dass pflanzliche Präparate sehr wohl helfen können. Okay. Ja. Ich stelle mir manchmal vor, dass es unsere Produkte nicht geben würde, das kann ich mir gar nicht mehr so wirklich vorstellen. Für dich selbst, oder? Ja, sicher, ich müsste dann irgendwas anderes suchen oder von einem anderen Hersteller so lange suchen, bis es für mich auch wieder so passt, aber ja, es ist auch so im Alltag. Aber wie bist du eigentlich dazu gekommen, das selbst herzustellen? Ich meine, das ist auch nicht so einfach. Ja, es war so, es war immer so von Anfang an so dieses Volksmedizin-Hobby da und auch mit der wissenschaftlichen Pflanzenforschung. Ich habe das immer nur so hobbymäßig betrieben, so im eigenen Labor. Manchmal hat die lokale Apotheke irgendwas gemacht in der Richtung, meine Rezepte. Und dass man da jetzt das wirklich so professioneller herstellt, das ist eigentlich so mehr zufällig entstanden, dass meine Frau und auch mein Bruder, der den Neuburger herstellt und der jetzt auch, glaube ich, auch durch mein Mitwirken eine Fleischloslinie herstellt aus Pilz, aus Pilzquellen, die er alles selber macht. Also der Vorzeige-Industrielle sozusagen. Also für alle Österreicher, die sicher den Neuburger Leberkäse kennen, das ist dein Bruder. Das ist mein Bruder, ganz genau. Und der hat dann auch gesagt, ja, da musst du mal eine Verpackung herumgeben und wenn das so gut hilft, dann musst du was machen. Und aus dem Hobby hat sich jetzt also eine Firma entwickelt und das war so nicht abzusehen, aber es macht mir eben total Spaß. Und also ich kann sagen, die Einflüsse von meinem Bruder und meiner Frau, die haben dazu geführt, dass das jetzt ein Produktsortiment geworden ist. Das macht mich glücklich. Ja, ist schön. Ganz kurz noch zu gestern, du warst in Wien, hast einen Vortrag gehalten über das Altern. Also ich glaube, nicht nur mich interessiert das, sondern viele Hörer und Hörerinnen. Ja. Kannst du da uns noch ein paar Tipps mitgeben, wie man im Alter gesund und fit bleiben kann? Ich glaube, das wollen wir alle. Genau, also ganz wichtig ist einmal die Qualität des Alterns, wie es mir geht. Ja, wir werden trotzdem immer älter und die Zeitspanne, die wir, wie es bei vielen Menschen ist, die sie nach Ende der Arbeit oder in der Pension sozusagen verbringen, das wird immer länger. Wenn man sagt, jemand wird 95 Jahre und ist mit 60 Jahren vielleicht in Pension gegangen, dann sind das 35 Jahre. Das ist schon fast so lang wie das Arbeitsleben. Ja, stimmt. Also das ist nicht unwesentlich, dass man sich da Gedanken macht und überlegt und auch Visionen entwickelt. Es ist ganz wichtig, dass man nicht so in das reinkommt, ja, wie viel Zeit habe ich noch oder zahlt sich das noch aus? Also man sollte eigentlich so agieren, dass man immer so die Vorstellung hat, ich habe Zeit, so viel ich will. Wenn ich das so fühle und spüre, voraussetzend, dass ich dann ja noch gesund bin und so weiter, dann habe ich ja schon wieder eine Selbstverantwortung und schon wieder einen Auftrag, was mache ich mit der Zeit? Ja? Und das ist für mich so eine Essenz, dass man sich diesem Prozess stellt
Und dann läuft das Altern völlig anders ab. Sonst führt es immer dazu, dass Menschen einfach keine Visionen haben, dass sie dann das irgendwie so alibimäßig möglichst anfühlen mit irgendwelchen Beschäftigungen. Ich mache eh so viel Sudoku, ja, aber es hört sich nicht wirklich ganz glücklich an. Also, dass die einfach auch Sachen machen, wo vielleicht andere sagen, ja, in deinem Alter, das macht überhaupt keinen Sinn, wieso tust du dir das an? Mhm. Also, das finde ich immer ganz wichtig, mhm. dass man hier viel mehr möglich machen kann für sich, wenn man sich das wünscht, also wenn man wirklich das machen will. Das finde ich ganz, ganz wichtig. Und natürlich beim Essen, weniger essen. Je älter man wird, desto weniger soll man essen. Also nicht immer so in der Gewohnheit verharren, jetzt habe ich immer so viel gegessen und wieso soll ich jetzt weniger essen? Ich habe auch vielleicht weniger Bewegung als früher oder mache nicht mehr so viel Sport wie früher. Dann einfach das weniger essen, einzelne Mahlzeiten weglassen, also das Intervallfasten mhm. oder Autophagiefasten, wo man ein Abendessen einmal weglässt, ist ganz wichtig. Und tierisches Eiweiß reduzieren. Mhm. Das ist so ein wirklich Schwein und Rind in erster Linie reduzieren und insgesamt auch tierisches Eiweiß reduzieren ist so ein Knackpunkt am Ganzen. Ja. Also, dass man, ich glaube, da geht es auch gar nicht nur ums Altern, sondern gerade bei chronischen Leiden, Autoimmunerkrankungen, ich glaube, dass das mhm. und Zucker, ich glaube, das sind die... Zucker ist ja natürlich ein Thema, aber wir haben natürlich, ich sage mal, Rezepte in Österreich, speziell in Wien, die leider extrem gut schmecken mhm. und die natürlich auch auf Süßspeisen aufgebaut sind. Hin und wieder das sich zu erlauben und dann auch genießen, ist genau, ganz wichtig, mhm. glaube ich, ist auch ein wichtiger Teil des Nahrungsprogrammes, dass ich das erfolgreich verändern kann. Wenn ich mir nämlich da zu viel wegnehme und zu schnell, dann geht das meistens irgendwo so in eine Gegenteilentwicklung rein und dann bleibt nur mehr über, naja, das schaffe ich nicht, aber wenn ich dann was esse, was ungesund ist, dann habe ich trotzdem ein schlechtes Gewissen. Ja, genau. In dem sind viele Menschen drinnen. Und das ist eben nicht gut. Also man soll dann, wenn man jetzt einen Nahrungsfehler macht, ganz bewusst das machen und ganz bewusst genießen. Genießen, ja. Absolut, das ist der eine Fokus. Gute Philosophie, genießen. Ja. Genau. Und dann bleibt man selbst im Rennen, man bleibt selbstverantwortlich, man hat das Gefühl, ich schaffe das. Deswegen sage ich den Menschen immer nur ganz kleine Veränderungen machen. Versuche mal, das jetzt so minimal zu reduzieren, dass jeder andere sagen wird, das ist ja völlig sinnlos, wenn man nur so wenig macht, bringt ja gar nichts. Mhm. Aber das ist so der erste Stein, auf den kann ich aufbauen. Das habe ich geschafft und dann mache ich den nächsten Schritt und dann habe ich immer das Gefühl, das habe ich selber geschafft und ich kann trotzdem noch alles essen, es wird mir nichts weggenommen, denn das ist auch so ein Gefühl innen, jetzt habe ich eh nichts mehr im Leben, außer das gute Essen und das nehmen sie mir jetzt auch noch weg, dann habe ich ja gar nichts mehr. Mhm. Und also, dass man da auf das achtet, dass der Genussfokus einfach bleibt. Mhm. Also das ist ganz wichtig und trotzdem weiterarbeiten. Aber also tierisches Eiweiß, man weiß ja auch, dass die beginnende Demenz oder Alzheimer auch Eiweißablagerungen in den Zellen haben, was wahrscheinlich vom tierischen Eiweiß kommt. Das ist noch nicht ganz wissenschaftlich geklärt, aber es wird wahrscheinlich in die Richtung gehen. Ja, also das wäre mal so ein ganz wichtiger Tipp, biologische Nahrung natürlich und immer wieder mal auch schauen, dass man die energetischen Organfunktionen unterstützt. Eben durch Fasten, durch besseres Essen, durch Pflanzenextrakte, einfache Atemübungen macht und diese zentrale Vision. Man muss versuchen, eine Vision zu entwickeln und diese Vision, die muss mich tragen, so wenn ich 20 wäre. Mhm. Dann habe ich auch denselben Enthusiasmus, das zu machen. Und nur das hält mich im Leben. Alles andere bringt mich raus aus dem Leben. Und am Schluss noch der Tipp beim Altern, ich muss mir ganz konkret überlegen, wie alt möchte ich werden. Denn die wenigsten denken genau über das nach und da kannst du dir mal die Zeit geben, die du möchtest. Auch wenn es nicht realistisch ist, Ziel ist völlig wurscht. Wie alt möchtest du werden? Also ich bin unsterblich, ich möchte ewig leben. Also ich habe beschlossen, dass ich eben aus dem Rad der Wiedergeburten aussteige. Hallo Buddha. Und dass ich dann sozusagen mein letztes Leben, Wiedergeburt ist für mich keine Glaubenssache, aber es hört sich irgendwie manchmal ganz plausibel an, gewisse Ungerechtigkeiten besser erklären zu können. Aber einfach, wenn ich mir das immer vorstelle, dann habe ich immer genug Zeit, alles zu machen.
Ja, also mit 50 Jahren zur Firma anzufangen, das sagen natürlich alle anderen, ja, warum machst du das? Alle anderen arbeiten immer weniger, du arbeitest immer mehr, das macht überhaupt keinen Sinn. Ja, es macht Spaß und es macht Energie, es hält mich im Leben. Ich glaube, das ist dein Geheimnis, oder? Und das ist einfach der Punkt, den man, und da kann man eigentlich, natürlich, das löst bei anderen Menschen oft auch Ärger aus, wenn man sagt, ja, ich lebe ewig, sagen Blödsinn, wieso kannst du das sagen? Jeder muss sterben und auch du musst sterben. Du wirst sehen, du wirst auch sterben, du wirst Elend zugrunde gehen. Also da kommen dann alle möglichen Sachen. Es geht ja nicht darum, andere zu provozieren, sondern dass ich mir den Zeitrahmen schaffe, den ich möchte. So habe ich einfach Zeit genug. Aber übersetzt auf Menschen würde das so ausschauen, dass wir uns ganz konkret überlegen, wie viel möchte ich denn haben? Das ist ja auch beim Geld so. Man weiß ganz genau von den ganzen Geldexperten, wenn ich mehr Geld haben möchte, dann muss ich auch mental mir genau vorstellen müssen, wie viel möchte ich haben. Ich kann nicht sagen, ich will reich werden oder sonst was. Ich möchte in der Zeit dieses Geld haben. Ob ich das schaffe oder nicht, ist ja eine ganz andere Frage. Es kann ja auch völlig irreale Vorstellung sein. Aber es motiviert jedenfalls. Aber es motiviert und ich muss eine mentale Vorstellung haben, eine Vision. Und alle Menschen, die reich sind, beschreiben eigentlich sehr, sehr ähnliche Mechanismen, wie die das gemacht haben. Ja? Und also es funktioniert und das kann man jetzt natürlich auch auf die Vision umlegen, dass ich mir das selber gestalten will. Und also ich muss das so machen, dann komme ich wieder aus dieser passiven Einstellung, in die viele alte Menschen kommen und natürlich auch diese passive Einstellung des herkömmlichen Patienten, der dann hingeht und sagt, ja bitte und ja danke, also alles macht, was man ihm sagt und das nicht hinterfragt, das ist natürlich dann auch eine andere Auswirkung von dieser Einstellung. Besser ist, wenn man hier auch kritisch ist und hinterfragt und brauche ich das und wie lange muss ich das nehmen, was hat das für Nebenwirkungen, das ist immer ein bisschen lästig auch so. Und die meisten Ärzte haben die Zeit leider nicht, kriegst das Rezept hingelegt und ganz klar, aber wenn der Patient, der auch Konsument ist, hier kritischer wird und immer die Fragen stellt, zum Beispiel beim Arzt oder bei der Hausärztin, muss ich das nehmen, wie lange muss ich das nehmen, welche Nebenwirkungen hat das, dann wird auch von der anderen Seite die Kommunikation anders werden. Wenn man weiß, jetzt kommt die Frau Meier, die wird mich da wieder fragen, muss ich mir überlegen, wie mache ich das, ich brauche ein bisschen mehr Zeit für die, ich werde das vielleicht gar nicht verordnen, das, meine, das ist zu umständlich. Das ist auch eine Möglichkeit. Ja, also, aber es ist ja so, dass die Schulmedizin in der Kommunikation, also wenn ich jetzt die Zeit vor 30 Jahren sehe, vor 35 Jahren und jetzt ist das auch schon so eine tolle Entwicklung, dass auch im Bereich der Schulmedizin natürlich ganz anders kommuniziert wird, dass in Krankenhäusern das anders abläuft, das Essen in den Krankenhäusern wesentlich besser ist, so ist zum Beispiel zu meiner Zeit, das war völlig katastrophal. Aber noch immer, finde ich, verbesserungswürdig. Ist es immer, aber es ist trotzdem, man merkt hier auch eine super positive Entwicklung. Es gibt immer mehr Schulmedizinerinnen und Schulmediziner, die einfach trotzdem ganzheitliches Denken haben, die sich interessieren für diese Sachen. Und also ich finde, da ist eine ganz tolle Entwicklung, stimmt, ja. Auch von dieser Seite. Und ich finde das Miteinander auch besser, weil wir ja trotzdem eine tolle Grundversorgung haben. Das ist weltweit, glaube ich, auch beispielhaft. Also ich bin auch viel in anderen Ländern gewesen, zum Beispiel USA, wo eben die medizinische Versorgung der Menschen also wirklich katastrophal ist, speziell am Lebensende. Das habe ich auch erlebt bei meinem Atemlehrer, bei einem wichtigen Atemlehrer, der in Santa Fe gelebt hat und dort auch gestorben ist. Also da wissen unsere Menschen eigentlich gar nicht, wie gut es denen geht zu jeder Tages- und Nachtzeit, können sie versorgt werden. Aber wichtig ist eben, dass man hier nicht so der passive Konsument ist, sondern einfach schaut, was brauche ich davon, was brauche ich nicht. Und jetzt zur Abschlussfrage, was sind deine drei wichtigsten Erkenntnisse, die du jetzt mitgenommen hast auf deinem Weg bis hierher, wo du jetzt stehst? Die drei wichtigsten Erkenntnisse sind einmal, das Essentielle ist einfach, dass die Lebensenergie, die in mir ist, dass die fließen kann. Ja? Und wenn man jetzt das entwickelt, dass man übers Atmen
Auf was ist der Buddha draufgekommen? Der Buddha war ein normaler Durchschnittsguru, ja. Und dann hat er plötzlich das entdeckt mit dem Atmen, dass man das beobachten kann. Er hat halt am Anfang gar nichts anderes damit gemacht, dass man das beobachten kann, wie das ein- und ausgeht. Es geht einerseits von selber, weil sonst würde ich ja sterben, wenn ich nicht atme. Andererseits kann ich aber aktiv, willentlich das verändern. Mhm. Das ist allein schon das Wunder von diesem Instrument. Also immer, wenn ich den Atem beobachte und meinen Körper spüre, dann spüre ich genau, wo ist mein Körper momentan nicht in Bewegung. Also wo bin ich verspannt, wenn ich im Auto sitze, wenn ich mich irgendwo anstellen muss oder ich habe irgendeine kurze Leerlaufphase, wo man normalerweise dann ins Handy reinschaut und das irgendwie überbrückt. Schau mal, spüre mal, atme aus. Oh, meine Zehen sind so, meine Schulter ist hochgezogen und mein Rücken ist so komisch. Dann lasse ich das mal locker und du hinatmen. Ich atme aus und stelle mir vor, dass ich dort das Ausatmen hinschicke. Sofort wird es locker. Wenn es locker wird, strömt Energie durch. Mhm. Die Energie kann nur durchströmen, wenn das gelockert ist. Und wenn die Energie durchströmt, dann fangen die Zellen zu vibrieren an. Und diese Vibration macht beim Menschen ein angenehmes Grundgefühl. Das ist das Strömungsgefühl, was der gesunde Mensch in sich spüren kann. Das ist eben das aktive Wohlbefinden. Und ein Mensch, der wirklich gesund ist, der wird durchströmt von der Lebensenergie. Und das kann er auch spüren. Also das ist einmal so die eine Essenz. Die zweite ist einfach mit dieser Lebensenergie zu spielen und zu arbeiten. Also eine Vision zu verfolgen, das kann auch anstrengend sein. Aber das macht nichts. Es muss sogar anstrengend sein. Das ist jetzt nicht schlimm, einfach sicher mal auch längere Zeit wegen irgendwas anzustrengen. Dann passiert das auch. Also loslassen ist dazwischen immer wichtig, aber permanent loslassen führt einfach zur Passivität. Das führt zu keinem Ergebnis. Ja. Du musst dazwischen immer wieder eine Phase sein, die dann in Spannung geht. Das ist der positive Stress. Dann kommt die Entladung. Und immer dieses Auf und Ab macht eigentlich den Rhythmus, was das Glück eigentlich macht. Ja, also das ist so die Essenz, dass man das suchen soll. Und das Körperinstrument muss aber dafür gestimmt sein. Wenn mein Körperinstrument nicht gestimmt ist, dann schaffe ich das einfach nicht. Also das geht nicht zusammen. Deswegen ist es so wichtig, dass wir einerseits achtsamer werden, uns beobachten, aber auch, dass wir unser Körperinstrument permanent weiterentwickeln und stimmen und dann alles machen können damit. Es ist einfach wie eine Maschine, die für uns arbeitet und immer da ist und uns immer auch die guten Gefühle gibt oder die lustvollen Erlebnisse. Und das ist, glaube ich, das Dritte, das ist der Fokus der Lust. Mhm. Also immer schauen, warum mache ich das? Wo ist der Fokus der Lust dabei? Menschen, die gerne arbeiten, haben in der Arbeit Lustfokus. Der andere, der weniger arbeitet, sagt, warum arbeitest du so viel? Das kann doch nicht gut sein. Ja? Also jeder Mensch ist anders, aber es tut mir gut. Ich helfe nur anderen Menschen, aber es geht mir gut dabei. Mhm. Ja? Egal warum. Und ich bleibe auch gesund dabei. Und das ist, glaube ich, der Fokus, dass man immer wieder darauf achtet, wo ist mein angenehmes Erlebnis dabei? Warum? Weil die Durchströmung der Zellen macht basismäßig eine angenehme Empfindung im Menschen. Und das ist unsere Basis. Es ist nicht die Basis, dass es uns schlecht geht, basismäßig, damit wir dann nach dem Tod irgendwo belohnt werden. Das ist einfach ein Trick. Es geht immer darum, was erlebe ich jetzt. Also, genau. Und wie geht es mir jetzt? Das ist das Einzige, was für uns zählt und das ist auch das Einzige, was wir selber steuern können. Ich glaube, wichtig ist auch zu verstehen, dass wir uns ändern. Das heißt, das, was mich heute begeistert, das muss mich nicht morgen begeistern. Also, dass wir auch selbst in Bewegung bleiben, ich glaube, das ist auch ganz wichtig. Darüber haben wir heute auch schon gesprochen, Caro, dass wir uns, glaube ich, beide geändert haben in den letzten Jahren und weiterentwickelt haben und dass ich speziell ein Mensch bin, der eben dieses Auf und Ab versucht, mehr zuzulassen, auch von den Stimmungen. Also, ich habe nicht mehr so den Stress, dass ich nach außen hin ausgeglichen rüberkommen muss. Ja? Es gibt einfach diese Stimmung und diese Stimmung und dann gibt es einmal einen Tag, wo ich gereizt bin oder ein paar Stunden und es ist natürlich schön, wenn man in einem Familiensystem lebt oder in einem sozialen System, wo man das auch ausleben kann, natürlich ohne den anderen zu verletzen, aber wo das auch Platz hat, wo ich nicht immer jeden Tag gleich gut drauf sein muss, damit da niemand irgendwie beleidigt oder sonst was ist. Das wäre auch so Freiheit in der Beziehung.
dass man mehr so sein kann, wie man ist. Und das Thema. Entspannt einfach. Ja. Wenn ich so sein kann, wie ich bin, mehr. Also das ist sehr befreiend. Mhm. Und dabei nicht allein zu sein. Genau. Viele Menschen sind ja deswegen so nett, damit sie nicht allein sind. Ja. Ja, das wäre auch noch ein spannendes Thema für eine andere Podcast-Folge. Ja, ich glaube auch. Genau das Nettsein. Ja. Also ich danke dir vielmals für deine Zeit. Jetzt geht es wieder zurück nach Oberösterreich. Ja, genau. Zum Kind, zum kranken Kind. Jetzt geht es zum Kind, ja. Und das ist einfach ein Teil des Ganzen. Genau. Ja. Genau. Also herzlichen Dank für deine Zeit und für das Gespräch. Ja, Caro, ich danke dir, dass du mich eingeladen hast und dass du einfach auch sowas in deiner Apotheke machst. Im Rahmen der Apotheke finde ich ganz toll und das ist einfach die Zukunft. Danke dir. Okay. Ich hoffe, dass dich das Gespräch auch so inspiriert hat wie mich und dass du für dich etwas mitnehmen konntest. Ich habe nicht auf die Uhr geschaut während des Gesprächs und ja, ich habe dann nachher gemerkt, dass es schon fast eine Stunde war und ja, für mich verging die Zeit so schnell und ich bin wirklich so, so dankbar, dass mein Weg mich auch zum Menschen bringt, so wie Dr. Christian Neuburger, von dem ich auch so viel lernen kann. Und wenn du mehr über ihn wissen möchtest oder ihn auch persönlich kennenlernen möchtest, dann schreibe ich in die Shownotes seine Webseite, auch den Facebook-Kontakt, wo du ihn finden kannst, und mache auch sehr gerne diesen Selbsttest auf seiner Webseite. Ich finde das sehr spannend, dauert nicht lange, das geht ganz schnell und ja, da lernst du ganz bestimmt auch was für dich. Und wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, freue ich mich wirklich riesig über Rezensionen auf iTunes und connecte dich auch sehr, sehr gerne über Facebook und Instagram mit mir. Und sehr, sehr freue ich mich natürlich auch, wenn du dich bei der Weekly Inspiration anmeldest. Die ist kostenfrei, da bekommst du jede Woche von mir eine Inspiration über WhatsApp live. Danke dir, dass du dabei warst, dass du zugehört hast und ich freue mich schon nächste Woche mit einer neuen Podcast-Folge. Am Wochenende bin ich beim Weltkongress in München für Ethnomedizin. Ich glaube, da werde ich sehr viel mitnehmen können und freue mich schon, dir dann auch nächste Woche darüber zu erzählen und dich da auch etwas inspirieren zu dürfen. Ich wünsche dir viel Freude und Achtsamkeit. Deine Caro.